Hey ho und herzlich willkommen zu Bounty Train. Ja, wir haben diese aufgezwungene Quest abgeschlossen und dann noch einige andere, die relativ viel Geld brachten. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Süden, wo einige interessante Sachen waren, wie zum Beispiel die Gatling Gun. Für unseren Zug 4000 hat die gekostet. Und diese Auktion, ich bin mir gerade unschlüssig, ihr habt es vielleicht gemerkt. Diese Gatling Gun wird vielleicht so oder so noch da sein. Ich weiß es nicht, ob die auch ja random irgendwie aufgekauft wird oder nicht. Aber ich glaube, die wird noch da sein. Diese Auktion auf jeden Fall nicht mehr lange. Soll ich dann erstmal zu dieser Auktion und nach der Auktion gleich nach Detroit oder wie sollen wir es machen? Da hätte ich tatsächlich jetzt gerne ein... Oder wir gehen erst nach Detroit. Ich meine, so Auktionen wird es doch öfters geben, oder nicht? Wir gehen erst nach Detroit. Wir schließen jetzt mal das, was wir vorhatten, ab. Nämlich das mit den 20.000. Ich hoffe, bis wir dort sind, haben wir das zusammen. Sonst müssen wir noch ein bisschen hin und her fahren von Cleveland nach Detroit und wieder zurück und so weiter. Dann geht es jetzt erstmal nach Chicago. Wir brauchen einen stärkeren Zug, verdammt. Scheiße, wir brauchen echt einen viel, viel, viel stärkeren Zug. Können wir hier noch was mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Gut, dann muss halt der halbe Zug leer mitfahren. Wo habe ich meinen kaputten Waggon eigentlich hingemacht? War das der hier? Das muss der gewesen sein. Das hat uns schon viel mehr gebracht, als wir noch etwas mehr Platz hatten. Der ist jetzt eh komplett frei. Dann stellen wir den mal hier ab. Wir brauchen echt eine stärkere Maschine, um sowas machen zu können. Dann geben wir jetzt nochmal Geld aus. Jetzt wird es natürlich nicht reichen. Verkaufen aber den anderen dann natürlich auch. Jetzt können wir nämlich noch einiges mitnehmen. Reichen wird es aber, glaube ich, dann jetzt doch nicht auf 20.000. Dann müssen wir halt ein bisschen hin und her fahren. Aber, fuck, jetzt hätte ich auch nochmal Stahl mitnehmen können. Egal. Aber diese Runde werden wir auf jeden Fall diese Aktien bekommen und dann hoffentlich auch einmal kurzzeitig über unseren Rivalen kommen. In Sachen Anteilen. Da ist auch eine. Die ist vor allem nicht so teuer. Williams Gun, ein leistungsstarkes Schnellfeuergewehr, das von einer Person bedient werden muss. Oh Gott, Leute! Oh Mann, wie geil! Schaut mal, wir haben eh die ganze Zeit Probleme mit. Maschinenleistung ist noch nicht ganz oben. Wieso mache ich sowas? Wisst ihr was? Das Ding kommt jetzt mit. Ist mir jetzt egal, was ihr sagt. So, jetzt geht's nach Detroit. Jetzt schaffen wir es erst recht nicht auf 20.000, aber diese Folge ist sowieso noch.
Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Warum ist denn hier in Chicago alles so billig? Kann mir das einer mal sagen? Wir sollten sowieso mehr jetzt über die Zeit mehr auf Geld gehen, dass wir echt uns mal ein bisschen verteidigen können und alles. Das ist nämlich echt nicht super, wie das hier alles so abläuft. Hier ist noch eine. Aber naja, wir haben nur zwei People, beziehungsweise drei, wenn wir noch Michael an Bord holen. Ja gut, das ist nicht von Vorteil. Oha. Okay, wir gehen zurück nach Chicago. Boah, das gibt nochmal ordentlich Kohle. Das gibt ordentlich Kohle. Oh, geil. 6000. Oh, wir sind drüber. Schön, 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 schön. So, jetzt nehmen wir aber noch was mit, dass wir dann auch ein bisschen Restgeld haben. Chicago war doch gerade noch alles so billig. Ich kann doch nicht die Preise schon wieder zerstört haben. Naja, entweder Werkzeug. Da bekommen wir 33. Oder... Das hier ist sinnvoller, oder? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Und jetzt können wir den auch zahlen. Und haben unsere viel zu überteuerten Anteile. Sehr schön. Oh. Aber so 20.000 auf einmal rauszuballern ist krass. Das fühlt sich richtig scheiße an. Also ehrlich jetzt, das tut so in der Seele weh. Man hat sich das erarbeitet und plötzlich hat man einfach gar nichts mehr. Naja, dann geht's jetzt wieder Richtung Chicago. Da nehmen wir natürlich immer noch die hier mit, die restlichen. Und was nehmen wir noch mit? Was können die Chicagianer gebrauchen? Und jetzt vielleicht noch was Leichtes wie Stoffe? Oder noch was Leichteres? Schade, schade, wir kriegen es nicht mehr voll, aber gut. Wiegen die Dinger eigentlich auch was? Anscheinend nicht. Schön, die Dinger wiegen einfach mal nichts. Gott, ich würde auf jeden Fall sagen, wir holen uns unten noch die Gatling Gun, falls sie noch vorhanden sein sollte. Ich habe die Information erhalten, dass Mr. Leland Stanford 4% der National Pacific Railroad Company gehört. Er hält sich derzeit in Louisville auf, versucht ihn zu überzeugen, seine Anteile zu verkaufen. Sehr schön, da kommen wir sowieso vorbei. Was ist das? Für seine Anteile zu kaufen. Das wird also nicht leicht sein. Okay, der will wahrscheinlich nochmal ordentlich Kohle, aber an diesen zwei Stellen kommen wir sowieso vorbei. Bedeutet, das machen wir dann auch. So, jetzt geht's ab nach St. Louis. Oh,
Oh, komm, nehmen wir mal was Leichtes. Was flockig Leichtes. Ach, müssen wir vielleicht dann auch nochmal den Typ zahlen? Ich meine, solche Informationen, falls diese jetzt wirklich von diesem Typ kommen, sind schon praktisch. Das muss man sagen. So, jetzt müsste Louisville als nächstes kommen. Stahl ist hier extrem billig. Können wir überall loswerden. So. Und dann gibt's noch hier Baumwolle. Feinste Baumwolle. Und da reden wir jetzt auch mit Leland. Ach, leckt mich doch. Vor allem, ich habe nicht gespeichert. Und ich bin allein. Gegen wie viele? 14, da haben wir eh keine Chance. Da haben wir keine Chance. Oder vielleicht haben wir eine Chance, wenn jetzt keine von hinten kommen. Aber da werden welche von hinten kommen, ich weiß das. Komm schon, lad nach. Oha, es brennt. Meine Baumwolle brennt. Nein. Ja, kommt, Leute, das können wir knallhart vergessen. Das können wir einfach richtig vergessen, ihr seht selbst. Ihr seht es selbst. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum 100%, ey? Geh weg. Nein, die 100% verfolgen uns. Wir müssen echt unseren Zug aufrüsten. Verdammt. Ein Bahninvestor namens Henry B. plant Besitzanteile der National Rail Bank. Also Besitz erhält sich gerade in Montgomery auf, wo er sich um Expansion seiner Southern Express Crew kümmert. Sprechen Sie ihn dort an, bevor er weiterreist. Okay, da kommen wir wahrscheinlich auch noch vorbei. Jetzt kommen tatsächlich einige Missionen auf uns zu. Also aufeinander so. Und die sind immer noch da. Leckt mich. Jetzt haben wir 1000 für nichts rausgehauen. Vor allem, was bringt uns denn das Ansehen bei diesen Scheißbanditen? Ja, damit du nicht ihr nächstes Opfer wirst. Es wird aber immer teurer. Ach, kommt. Nach New York oder nach Philly? Nee. Leland. Ah, das hätte auch von meiner Frau kommen können. Wie ist dein Name? Walter Reed. Sie kannten meinen Vater. Ich habe gehört, dass sie einige Anteile der National besitzen. Hätten sie Interesse daran, sie an mich zu verkaufen? Darüber habe ich bisher nicht nachgedacht, aber im Moment beschäftigt mich auch andere Dinge. Die Diamantbrosche meiner Frau wurde gestohlen und trotz der großzügigen Belohnung, die ich dem Finder versprochen habe, ist sie immer noch verschwunden. Uiuiui, das kann man mal machen. Für die Company dann? Suche nachts ein Saloon auf.
Wo ist denn der nächste Saloon? Oh, diese 100%, ey, was ist denn das? Ich will die 100% nicht. Naja, dann geht's jetzt weiter nach Knoxville. Vielleicht ist da... Nee, schade. Ich hätte echt gehofft, dass dort die Auktion noch ist. Indiana Evans. Ja gut, da gehen wir mal hin. Schauen wir mal, was der so hat. Stahl und Waffen. Waffen sind billig. Und er gibt mir relativ viel Kohle für den Stoff. Mehr als Knoxville es tun würde. Wie sieht's denn mit Waffen aus? Sind sie dort verboten? Die sind dort verboten, aber es würde sich echt rentieren. Das machen wir. Und der Stahl für 50? Ja, den kann man auch verkaufen. Haben wir wieder mal doppelt Geld gemacht, wenn sie uns jetzt nicht erwischen. 20%. Scheiße, das war so klar, dass sie mich erwischen. Das wäre so klar, dass sie mich erwischen, Leute. Nein, das wollte ich nicht. Och Mann. Es fällt mir schwer und ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll, aber ich kann dir meine Anteile nicht überlassen. Hat mir ein äußerst großzügiges Angebot gemacht und ich kann das Geld gerade jetzt besonders gut gebrauchen. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages vergeben. Will er mich verarschen? Ich hab doch seine Anteile schon. Ich hab doch seine verdammten Anteile schon. Was will er von mir? Ich besorg ihm das Zeug. Ich hol mir diese Anteile von der New Yorker Bank. Ich hab die Anteile und dann will er sie mir jetzt wieder wegnehmen, obwohl sie nicht mal mehr ihm gehören? Ist er irgendwie auf den Kopf gefallen? Ist der einfach hart auf den Kopf gefallen? Vor allem, wenn er Geld braucht, wieso redet er nicht mit mir? Eine Auktion, ein fairer Wettbewerb unter wohlhabenden Gentlemen. Oh Gott, das darf ich auch noch bei einer Auktion mitmachen. Sehr geehrter Herr, als Teilhaber der sind Sie herzlich eingeladen, an einer Versteigerung von Unternehmensaktien teilzunehmen. Die Auktion wird in New York abgehalten. Das Startgebot für 3% liegt bei 1500. Ephraim Becker, alles klar, hallo Bruder. Oh Gott, jetzt darf ich da auch noch wieder nach New York dackeln. Oh, das wird alles stressig. Das wird extrem stressig. Vor allem die Sau. Michael, das kotzt mich an, wenn das jetzt wirklich immer noch so bleiben wird. Ich werde ihm niemals verzeihen. Das kann er sowas von vergessen. Das geht einfach nicht, was der da abzieht. Oh Mann. So, jetzt können wir wenigstens mal bei einer Auktion mitmachen. Das ist der einzige Vorteil von dieser Quest jetzt. Wo ist Richmond? Da unten. Was macht denn das da unten?
gut, dann können wir mal auf nichts gehen. Heißt kein Geld. Wenn wir in New York ohne Geld ankommen, dann können wir die Auktion vergessen. Das wäre null Geschäft. Ach kommt, Leute, ganz ehrlich, das ist nicht euer Ernst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach noch nach Atlanta sollen, ihn hier abholen und so weiter. Und dann erst hoch. Das machen wir, aber nach Atlanta haben wir jetzt gar nicht geschaut, da gibt's sicher was. Da bin ich mir sicher. Baumwolle wäre zum Beispiel etwas. Ansonsten eher nichts, aber Baumwolle immerhin. Können wir leider nicht füllen, aber gut. Boah, zum Glück habe ich die Waffen nicht gekauft. Ich habe es mir echt noch überlegt. Aber 154 kam mir allgemein etwas viel vor. So, jetzt wird der eine Waggon hier abgestellt, und zwar, wie viel wird es denn wiegen, wenn wir das alles zusammenklatschen? Ja, das wäre schon zu viel. Da könnten wir kaum Stahl mitnehmen oder auch anderes schweres Zeug. Wie viel wiegt es denn nur mit dem hier? 31. Nee, ich glaube, der bleibt jetzt mal hier, dieser Dings da, dieser kleine Frachter. Hier überlege ich mir, soll ich den upgraden oder nicht, weil einerseits, er ist alt, wir brauchen einen neuen. Naja, egal, ich würde sagen, für heute reicht es dann auch wieder, und nächste Folge schauen wir dann, dass wir diese Auktion gewinnen und dass unser Bruder uns unsere Aktien nicht mehr wegnimmt. Was soll denn das? Wir haben sie ja schon. Guck, Walters Anteile in Prozent. Walters, nicht Michaels. Walters. Wir haben was für die Aktien getan oder für die Anteile, und jetzt gehören sie uns auch. Was soll das? Der kann sie uns doch nicht einfach wegnehmen. Och, komm, nicht aufregen. Kannst du mich nach Boston bringen? Nö. Ganz ehrlich, nö. Nö, 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 nö. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.